das eher für die Kölner spricht, weil Köln weiß, dass das eine schwer zu spielende Mannschaft ist. Man hat erheblichen Respekt. Ich habe noch mit ein paar Spielern auf beiden Seiten sprechen können. Erheblichen Respekt voreinander. Und unterschätzt wird da sicher niemand. Wenn jetzt Köln den Polo-Club der Favoritenrolle gerecht werden, vielleicht zweimal in der Liga geschlagen hätte, vielleicht sogar deutlich, dann hätte ich schon auch die Gefahr gesehen, dass man da den Gegner vielleicht... Und ja, jetzt hören wir die Nationalhymne. Tatsächlich war es gestern ein sehr kraftraubender Tag, glaube ich, für alle Mannschaften. Wenn wir die Grafik gleich bekommen, werden wir sehen, da gibt es keine große Änderung im Vergleich zu gestern. Es sind dieselben Elf, die auch gegen den HTHC angefangen haben. Und auch da ist es dieselbe Elf, quasi nach der Devise Never Change a Winning Team. Shootout gestern einmal bekommen beim letzten Halbfinale der Damen. Die Herren haben es jeweils... Ja, ich bin gespannt, wie beide Teams aus der Kabine kommen. Gestern die erste Auszeit ab. Gibt die erste Karte in diesem Finale und die erste Überzahlsituation für Rot-Weiß. 2 Minuten geht's runter. Ja, war schon ein ziemlich klares Stockfoul. Große da mit seinem ersten Run. Ist er eigentlich für bekannt. Kam gestern nicht so zur Geltung. Holt den Freischlag. Viel Platz über die rechte Seite. Kriegen sie fürs Erste nicht mit, wurstelt sich dadurch. Die erste Kreisaktion für den Polo-Club und die erste Ecke für den Hamburger Polo-Club. Das ist steif, wie er leibt und lebt. Tankt sich dadurch auf engstem Raum. Ganz starke Szene. Und gerade noch über ihn gesprochen. Du hast seine Szene angekündigt und er liefert eine Minute später. So ist es. Ja, die Kölner diskutieren da gerade noch kurz, ob sie einen Videobeweis nehmen sollen. Mink van der Werden hat die Szene gut beobachten können und sagt, Jungs, da war nichts. Möglichkeit, in Führung zu gehen. Leichtfertig verschenkt und jetzt die Umschaltmöglichkeit auf der Gegenseite. Wenn es Rot-Weiß schnell bekommt. Ja, Fabio Seitz macht den Ball nochmal fest. Ah. Nicht einfach zu lösen da für den jungen Mann. Schwer. It needs to be more pressure on Tom, alright? It's just the old man that's killing us right now, okay? So it's going to be a fucking hard job for our forwards, but they need to get it done. More pressure on Tom, alright? Just a little bit higher. Ja, spricht Matthias Müller an. Sie wollen mehr Druck auf Tom Grambusch geben. Sagt er selber, das macht uns erhebliche Probleme. Sagt er, that's killing us. Und er spricht den Punkt an, das ist einfach verdammt viel Arbeit über so eine große Fläche für die Stürmer. Gelobt. Rot-Weiß steht ihn da in nichts. Ja, als Stürmer braucht es auch mal den Tunnelblick. Für meinen Geschmack gerade auch die Situation, keiner der Kölner geht auf den Torschuss, versuchen beide den Pass oder nochmal den Zock im Kreis. Wenn du jetzt weiter kontinuierlich laberst, dann befindest du dich draußen. Du bist Kapitän von dir, der geht dir hinten an die Hacke. Nein! So, jetzt ist Feierabend bei dir. Du bist Kapitän. Nächstes Mal, dieses Kontinuierliche geht raus. Klare Ansage. In Richtung von Grambusch. Mal sehen. Möglichkeit ist da. Und Vanasch darf sich das erste Mal auszeichnen.
Ja, starke Kombination. Smith scheitert da an Van Asch. Wenn er den Ticken höher spielt, schlägt er wohl wirklich ein. Spieler an, bis zu 5 Minuten draußen. Lass den Quatsch. Mann, das ist ein Ball für euch. Ein unansehnliches Finale. Viel Respekt auf beiden Seiten. Niemand, der so wirklich den ersten Fehler machen will. Dein Fazit? Ja, tatsächlich genau so. Man muss klar sagen, Polo hatte die besseren Chancen. Der hätte durchaus mal klingeln können. Mein Fazit, da geht trotzdem bei beiden Mannschaften noch mehr. Hinten raus, Ende der ersten Halbzeit, doch wiederum ein Stück weit ein Abtasten. Keiner will den ersten Fehler machen. 3 gegen 1 gegen Torwart muss man eigentlich sagen, ist eine 100%ige, ganz klar. Aber Polo macht das auch gut und ja, den pflückt er mit der Rückhand raus. Wirklich bärenstark, Niklas Garst. Der will das Ding holen. Und ist damit sicherlich nicht allein. Krambusch nickt hier nochmal rüber. Wieder ist es Chrissy Rühr. Stoppt nochmal ab. Ah, will dann wieder alleine den Abschluss nehmen, obwohl Elian Matzkur auf den Abschluss quasi gewartet hat. Köln lässt die zweite 100%ige liegen. Nicht ganz klar, warum er da nicht das Abspiel nimmt. Matzkur war bereit. Matzkur wirklich Mutterseelen allein. Er kann sich quasi aussuchen, ob er Tiso oder Prinz mitnimmt. Ja. Johannes Große bekommt den Eckenpfiff. So ein bisschen jetzt aus dem Nichts. Der Antritt wird dann belohnt. Harter Pfiff. Harte Entscheidung, ja, finde ich auch. Halten sich aber in Grenzen. Konzentriert. Da liegt auf dem Schläger von Tom Krambusch. Der legt den ab. Van der Werden. Und dann sind sie sich nicht so richtig einig, wer denn jetzt den Abschluss nehmen soll. Trotzdem gibt die zweite Möglichkeit. Da wollten sie was auspacken. Das hat vom Ablauf her jetzt nicht ganz hingehauen. Der ist ein Ticken zu langsam rübergelegt. Und eigentlich ein bisschen ärgerlich für Polo, dass daraus dann doch nochmal eine neue Ecke entsteht. Situation eigentlich schon fast zu 50% überstanden. Zweite Chance wieder. Krambusch, der nimmt den Abschluss, abgefälscht. Gibt die nächste Ecke. Abgelaufen von Werner. Hält da die Socken hin. Ja, interessant, Krambusch zieht sich den Handschuh aus, um die Ecken zu schießen. Ja, das war ein Grip. Jetzt ist Van der Werden am Zug, abgefälscht. Ecke Nummer 4, wir bleiben noch ein bisschen an der Linie stehen. Polo Club macht auch einen guten Job in der Verteidigung. Es liegt was in der Luft. Krambusch. Einer noch, dann ist das halbe Dutzend voll. Das fünfte Mal jetzt die Wiederholung. Und immer wieder sich neu fokussieren. Ecke die fünfte. Van der Werden. Aus meiner Sicht auch kein 7 Meter. Müller blockt den Ball weg vom Tor. Verhindert damit nicht wirklich ein Tor. Auf jeden Fall ein starker Save. Ja, ein wichtiger Save. Gibt die sechste Ecke, das halbe Dutzend ist voll. Wir gucken nochmal drauf. Ist okay, dass es mit Ecke weitergeht. Wieder Van der Werden. Bleibt dabei. Wir machen ein Eckenfestival draus. Van der Werden. Ja, jetzt spielen sie mal eine Variante über Krambusch. Und der Hamburger Polo Club übersteht nicht eine, übersteht nicht vier, sondern übersteht 7 Strafecken in Folge. Und wir machen weiter mit 0-0. Sah von meiner Sicht hier so aus, als hätte Krambusch den Ball einen Ticken hoch auf die Grundlinie gespielt zu Matzkur. Und das ist dann wirklich verdammt schwer, den ins Tor noch zu blocken.
Blick muss jetzt auch in Richtung Uhr gehen. Ball kommt nochmal rein in den Kreis. Ja, und sie ziehen nochmal die Ecke. Also die Hereingabe. Prinz macht den Ball auf der Seite fest. Dann einfach mal auf gut Glück rein in den Kreis. Und dann gibt es kurz vor Ablauf der Uhr nochmal die Möglichkeit. Wieder Eichinger, der dann, wir erinnern uns an gestern, auch gestern mit einer spielentscheidenden Situation. Sehr guter Zeitpunkt für die Kölner, hier das erste Tor des Spiels zu erzielen. Jetzt möglicherweise gleich mit 1-0 in Rückstand. Rambusch, die flache Variante, der Nachsetzer ist bei Prinz. Und dann ist der Ball im Tor. Adrians drückt wieder ab. Na, ist das sehr zweite Mal. Nach dem Pfiff. Ist das zweite Mal und der Pfiff wird diesmal wirklich. Geht, Jungs, geht. Wir haben Pause. Geht. Du gehst gleich. So, komm, komm, komm. Männers, was ist denn offen jetzt? Schuss mal, Kilian Pöli, geh weg. Ich mach gar nichts. Eli, du gehst auch einfach. Alle zur Pause, verdammt, Hake. Das nimmt, nachdem er nicht abgepfiffen ist. Der Blick nochmal auf die Ecke. Der Rebound ist bei Prinz. Da pfeift er eigentlich schon ab. Und jetzt ist die Szene vorbei. Traumhaftes Tor trotzdem, aber. Either bring it in sometimes or play the Grundlinie and then go in. Because we are a little bit too much on the inside, inside, inside. We need to stretch that open. In the press, what we're gonna do now is focus more towards their left, try to see if we can eliminate that side. Steibi will go here, so we need to collapse and walk our dirty meters. Now, yeah? Now we've got to be strong. The trust and the confidence and giving each other strength all the time is now the most important one, yeah? Das Spiel von den Defensiven ändert sich jetzt. Wir kriegen jetzt mehr Zeit, die fangen jetzt schlechter an zu schieben. Ja. Wir kriegen jetzt mehr Zeit, wenn wir die Seiten wechseln. Lass das nutzen. Das heißt nicht, dass wir Falles werden. Wir halten einen Center für die Konterin und Schwänzer sind wir hinter mit mindestens zwei Leuten. Aus der Mittelfeldspieler tiefer. Sich raus, okay? Wir lassen das jetzt bei einer Ermahnung. Aber baut sich noch mal einer, genau, baut sich noch mal irgendeiner auf oder schießt klar nach der Pfeife. Die gehen raus, okay? Wir lassen das jetzt so. Alles gut, Aufregung, Schlussstrafdecke, aber achtet drauf, ja? Gut, danke. Kölner deckeln das Zentrum. Da war dieser Block und genau mit diesem Block holen sie die Ecke. Schwer zu verteidigen. Der geht natürlich zu Kane Russell, 31 Treffer. Stark gemacht vom Steib. Russell mit dem Abschluss geblockt. Stark wird die zweite gelaufen. Ecke geben. Ja, auch spannendes Duell. Russell natürlich auch ein bärenstarker Eckenschütze, aber einen Van Acht zu bezwingen, das ist nicht. Nick Woods, ja, legt den einmal quer, dann ist aber der Schläger dazwischen und Rot-Weiß übersteht diese Eckensituation. Kontermöglichkeit mit Matzkur. Mit Rambusch, 3 gegen 2 Situation. Legt ihr nochmal quer. Adrians mit dem Abschluss und Adrians mit dem Treffer. Und Köln steht Kopf. Ausgerechnet Adrians. Ausgerechnet, weil er schon immer eben schon mal zweimal den Finger am Abzug hatte. Und zweimal durfte er nicht abdrücken. Er tat es trotzdem und das dritte Mal zählt jetzt. Dieser entscheidende Abstoß. Köln führt in Unterzahl gegen den Hamburger Polo Club, der auf der Gegenseite das Tor liegen lässt. Und besser kannst du einen Konter nicht spielen. Wir haben ein Hockeyspiel, 4 Minuten noch auf der Uhr, was die Überzahlsituation angeht. Müller. Mit dem langen Ball. Das darfst du nicht machen. Der ist ungeschickt von Mink van der Werden. Muss einfach wegbleiben, auch wenn er das Video nochmal anschauen will. In der Mitte. Okay, ich schaue nach einer Behinderung. Und deshalb kann er nicht nach außen laufen. Nee, lass mich. Eine normale Wahl. Polo, ich habe eine Entscheidung für dich. Ja. Polo blockt. Köln raus, dementsprechend Freischlag für Köln, Polo verliert den Videobeweis. Nein! Knallhart. Nicht ganz genau genug.
Aber FNAF ist auch wirklich nicht aus der Ruhe zu bringen. Der lange Ball in Richtung von Tisone Prinz. Und dann wird sich Rot-Weiß Köln vermutlich das 10. Mal krönen. Sekunden dürfen runtergezählt werden und die Glückwünsche gehen an die Domstadt. Es ist der 10. Meistertitel für Rot-Weiß Köln dank des Treffers von Florian Adrians. Und was eine bittere Story für den Hamburger Polo Club. Bei der ersten Final Four Teilnahme in Überzahl die Möglichkeit gehabt, selbst in Führung zu gehen. Und dann kassierst du diesen einen Konzer. So, und jetzt haben wir gleich Flo Adrians, also der Siegtorschütze, unten bei uns vor der Kamera. Deswegen, wenn wir bereit sind, gerne runtergeben und dann hören wir uns die Siegerstimme an. So, ich habe Flo Adrians, Siegtorschütze im Finale bei mir. Nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt. Ja gut, ein Auf und Ab würde ich mal sagen. Also wenn man dann im letzten Viertel so in Führung geht durch einen Konter in Unterzahl, rechnet man erstmal nicht mit dem Konter und dann auch noch mit dem Torschuss. Dementsprechend war ich auch sehr glücklich, als das Ding dann reingegangen ist und dann hat man es, glaube ich, beim Jubel gesehen, dann bricht es aus einem heraus und ist einfach absoluter Wahnsinn, was wir mit der Truppe immer abliefern. Lassen uns gestern durch einen Rückstand nicht unterkriegen, jetzt eben durch eine Unterzahl nicht unterkriegen. Erzielen dann den Führungstreffer und ja, das ist, glaube ich, wie gesagt, so ein Auf und Ab der Gefühle. Hinten brennt es auf einmal, dann vorne das Ding zu machen, dann haben wir Weltklasse verteidigt. Und das zeichnet, glaube ich, die Mannschaft aus. Ein Gegentor in zwei Spielen bei einer Endrunde ist schon, glaube ich, sagenhaft und zeigt einfach die defensive Qualität der Truppe. Ich würde auch sagen, Defensive ganz klar heute in beiden Spielen auch bemerkbar stark gewesen. Das auch am Ende der wirklich entscheidende Unterschied? Wie ich gerade gesagt habe, wenn du in zwei Spielen ein Gegentor kassierst und im Finale kein Gegentor kassierst, dann hast du schon sehr viel richtig gemacht. Und absolut. Wir wussten schon vor dem Spiel, dass das unsere Stärke ist, dass wir uns auf die Defensive verlassen können, dass wenn mal ein Ding durchrutscht quasi auch, dass Vincent van Asch halt immer noch im Tor steht so, und den Kasten einfach sauber hält. Und dementsprechend, wer da vorne am Ende der Glückliche ist und ein Tor schießt, ist am Ende scheißegal. Wenn man so eine defensive Leistung bringt, ist es einfach, also ich bin riesenstolz auf die Truppe. Wie gesagt, ein Tor, ein Gegentor in zwei Spielen, unglaublich. Ja, dann erstmal Glückwunsch. Abschlussfrage, findet man dann Torjubel bald bei FIFA? Ich würde es mir wünschen. Also, vielleicht hat es schon mal ein Fußballer vorher gemacht, aber wie gesagt, das sind Emotionen, die dann rausbrechen. Und keine Ahnung, ich glaube, der Hockeyspieler denkt nicht so viel über den Torjubel nach wie der Fußballer. Ich würde es mir wünschen, also kann man mal gucken. Dementsprechend werde ich den vielleicht heute Abend noch ein oder zweimal machen im Kölner Clubhaus. Mal gucken, wer sich da bereitstellt als Eckfahne. Und mal sehen. Auf jeden Fall wird ordentlich gefeiert. Ja, sehr gut, dann feiert schön. Lass dir Shampoos übergießen und viel Spaß bei der Siegerehrung gleich. So, ich habe Luca Müller neben mir. Spannendes Finale, Spiel auf Messerschneider am Ende. Was war am Ende der entscheidende Faktor am Ende, das für Köln ausgegangen ist? Du, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt ein bisschen schwer, so direkt nach dem Spiel zu beantworten. Ich meine, wir sind gut dran, wir haben unsere Ecken und dann aus der Ecke im Konter das Gegentor zu kriegen, das tut einfach weh. Ja. Wie gesagt, ihr wart dran, ihr habt gut performt, starke Defensive auch wieder gezeigt. Beide Seiten wieder starke Defensive. So kurz nach dem Spiel schon Feedback, was man auf die Fahne schreibt für nächstes Jahr? Nee, sorry, kann ich dir leider noch nichts geben. Ich denke, da werden wir uns auch heute nicht mit beschäftigen, wahrscheinlich noch nicht die nächste Woche, aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, werden wir uns dem wahrscheinlich annehmen, ja. Okay. Luca, vielen Dank dir schon mal. Danke. Deutscher Meister wird nur Rot-Weiß Köln, wird das skandiert. Das werden die im Zweifel auch schon einen Ticken öfter gesungen haben. Aber sie haben sich auch dieses Jahr wieder verdient. Okay, alles klar. Weil wir haben bei uns gerade ein kleines Standbild, aber solange ihr hier flüssig durchkommt, ist auch alles in Ordnung. Während jetzt hier für die Siegerehrung nochmal die Pyromaschinen hinter...